Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen auf meinem Die Schminkfee-Kanal. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute zeige ich euch, was man als Make-up-Grundausstattung zu Hause haben sollte. Also viel Spaß beim Zuschauen und gebt mir unbedingt einen Daumen hoch. Als allererstes ist es ganz wichtig, einen Concealer zu haben. Ich habe diesen Stay All Day Concealer von Essence. Diesen gebt ihr ganz einfach unter die Augen in einem Dreieck und dann geht ihr einfach mit dem Make-up drüber. Wer schöne, reine Haut hat bzw. auch zu trockener Haut neigt, dem empfehle ich eine BB-Cream. Ich habe hier die BB-Cream von Garnier in der Farbe Light. Und die könnt ihr ganz normal wie ein Make-up auftragen. Die ist halt ein bisschen leichter als ein Make-up und dementsprechend auch feuchtigkeitsspendender. Oder ihr sagt, ich brauche eher ein Make-up, was richtig gut deckt. Dann empfehle ich euch das All About Matte Make-up von Essence. Ich habe es jetzt hier in der Farbe 05 Matt. Und das ist eben auch ganz ölfrei, eben auch für unreine Haut geeignet. Darüber solltet ihr unbedingt immer ein Puder geben. Ich verwende dieses Puder von Terra Naturi in der Farbe 02 Natural Beige. Terra Naturi. Und das ist halt mit Lavasteinpulver und verstopft jetzt nicht ganz so eure Poren wie ein kompakteres Make-up. Aber ich muss sagen, es deckt trotzdem sehr, sehr gut ab. Dann braucht ihr unbedingt einen Augenbrauenstift. Ich habe hier den Augenbrauenstift von P2. Und da habt ihr hier noch so ein Bürstchen dran, dass ihr das wirklich schön reinkämmen könnt. Beim Augenbrauenstift geht es nicht unbedingt darum, das so zu malen wie jetzt bei mir. Bei mir ist es natürlich sehr stark gemalt. Bei euch reicht sicherlich, wenn ihr ein bisschen mit dem Stift reingeht, um praktisch eure Augenbrauen etwas zu verdichten. Dann habe ich eine ganz tolle Lidschattenpalette gefunden und zwar Shades of Nude von Misslin. Und da habt ihr wirklich verschiedenste Farben dabei und ich sag mal so, für eine Erstausstattung ist es absolut super, weil ihr habt Brauntöne, ihr habt ein bisschen Rosa und ihr habt aber auch Schwarz und Weiß und Grau. Und dementsprechend kann ich diese Palette wirklich empfehlen für Anfänger. Außerdem solltet ihr euch unbedingt einen Kajalstift zulegen. Ich habe den hier von Make-up Factory. Und das ist der Smoky Liner in der Nummer 17. Und da geht es einfach darum, dass man hier unten einfach so ein bisschen die Linien nachzieht, um das Auge ein bisschen besser wirken zu lassen. Und dementsprechend finde ich, gehört so ein Stift, egal von welcher Firma, auch unbedingt zur Grundausstattung. Dann solltet ihr euch unbedingt ein bis zwei Mascara zulegen. Entweder nehmt ihr so ein Mascara mit so einem Bürstchen. Das trennt perfekt die Wimpern. Oder ihr sagt, ich will mehr Volumen haben, dann empfiehlt sich so ein Bürstchen, was wirklich eher Volumen gibt. Kommen wir zu den Lippen. Also ich persönlich bin ein großer Fan von Lip Linern und würde zur Grundausstattung einen ganz klassischen Lip Liner zählen, wie zum Beispiel den hier von P2. Dieser ist dazu da, um eure Lippen einfach zu umranden. Passend dazu würde ich dann einen Lippenstift kaufen, den man dann einfach in die Mitte gibt. Oder wenn ihr sagt, nee, meine Lippen sind immer so trocken und aufgrund von Lippenstift trocknen die noch mehr aus, dann empfehle ich euch von Maybelline diese Baby Lips. Und das ist auch ein richtig schöner Pinkton. Und da muss ich sagen, den habe ich heute drauf und ich muss sagen, das sieht echt aus wie ein Lippenstift. Und dementsprechend finde ich dieses Produkt richtig, richtig gut und kann das eben empfehlen, wenn man wirklich trockene Lippen hat oder keinen Lippenstift mag. So ihr Lieben, ich hoffe, euch hat mein Video zu der Grundausstattung an Make-up gefallen. Wenn ja, dann gebt unbedingt einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal und schaltet auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder ein. Tschüss!